Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe auf diesem Kanal in 2021. Wir spielen Wer wird Millionär? Und ich bin wieder am Start. Ihr kennt mich ja schon vermutlich von vielen diversen WWM-Videos. Heute nicht unser eigenes Game, sondern dieses wunderschöne Schmuckstück hier von Steam. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Jeweils ein bis zwei Runden pro Folge, wie lange, mal gucken. Einfach mal rein in die Bude und wir beginnen auch mit Schwierigkeitsgrad einfach, aus dem Grund, weil wir keine Zeitbegrenzung haben. Ich würde gerne schon, wenn das Ganze kommt, Classic spielen, also wirklich Classic im Sinne von keinen Zeitstress und Fragen, deren Schwierigkeitsgrad zu jüngeren Spielern passen, das könnte noch ein Plot-Twist werden, denn wir sind ja auch nicht mehr das jüngste Eisen, ne? Wenn es danach geht. Deswegen, wir starten einfach mal und gucken, was uns erwartet. Charakter auswählen. Julie, Massimo haben wir. Wir hätten die Lindsay. Wir hätten den Ruben. Die Margaret. Wir hätten den Pablo. Wir hätten die Chan. Den Hang. Die Nadja und den Georges. Dann nehmen wir nochmal die Julie und gucken mal, wie das Ganze sich entwickelt. Deswegen weiter und dann bauen wir die Frage, wie man die Karte möglichst schnell, dadurch hast du mehr Zeit für die nächste Frage. Ah, okay. Das könnten wir dann uns ja auch mal angucken, demnächst noch eine Folge. Gut, dann mache ich mal kurz die Cam aus, denn jetzt kommt schon das Intro. Drücken wir unseren Kandidaten ganz stark die Daumen, denn nun ist es soweit. Willkommen bei Wer wird Millionär? Wupp, wupp, hype, hype. Ich will heute Abend insbesondere Spaß haben, aber gegen Gewinnen habe ich nichts. Ja, gewinnen wäre schön. Ist Köpfchen gefragt, denn nun geht's los bei Wer wird Millionär? Let's do this. Sie kennen die Gewinnpyramide und ihre 15 Stufen, um die Million zu erreichen. Um Ihnen das Leben etwas zu erleichtern, bekommen Sie 4 Joker. Den Telefonjoker, den 50-50-Joker, den Publikumsjoker und die Frage wechseln. Eine neue Frage ist im Anflug. Viel Glück. So, welcher der folgenden Charaktere ist kein Held der Chaos-Filmreihe? Lightning McQueen, Doc Hudson, Sally oder Dumbo? Ja, dann ist ja wohl klar, dass es D ist. Ich zocke gern und wähle daher D. Sie wissen ja, jetzt, was meine nächste Frage ist. Definitiv meine Antwort. Was für eine Spannung. Och, hier, was für eine Spannung. Es ist überaus bewältigend. Genau so ist es. Die Spannung wäre erschlagend. Und dann weiter zur nächsten Frage. Ja, let's do this, come on. Diese wir können alles schaffen. Es Ihnen nicht schwer machen. Wie nennt man sowohl ein käsefressendes Tier als auch ein Gerät zur Gewinnerbedienung? Maus. Katze? Nö. Hund? Auch nö. Maus? Passt. Und Bildschirm? Auch schön wär's, aber wir nehmen Maus. Wie M. Das musst du wissen, Mädel. Du bist Studentin. Hallo, du musst Excel und so können. Hier, wenn nicht, gibt's ein Excel-Seminar. C. Die richtige Antwort, also C. Sie scheinen von das Ihrer Antwort überzeugt. Na, ob es wohl die richtige Antwort ist? Hochgradig spannend. Ist notiert und wird als richtig durchgewinkt. Prima. Ich habe mir die nötige Zeit genommen und das hat sich gelohnt. Dafür, dass sie am Anfang noch M gesagt hat. Die Frage steht bereit. Viel Glück. Was wird für den Winter? Naja, ein Frühling eigentlich. Sommer wäre schön, Herbst, naja. Wenn auf Winter. Ich hätte schon gesagt, wenn jetzt als Antwort D kommt, Winter, auf Winter folgt Winter, dann wäre die Frage eine Fangfrage gewesen. Aber Eiszeit toppt nochmal alles irgendwie. In dem Frühling. Ich habe Vertrauen zu C. Okay, wir nehmen C. Und nun möchte ich wissen. Das ist definitiv meine Antwort. Was für eine Spannung. Das ist über. Gut. Easy. Okay, kurz verschnaufen und dann weiter zur nächsten Frage.
Viel Glück für diese neue Frage. Welche Farben muss man mischen, um Grau zu erhalten? War so ein Grün, Braun und Schwarz, Schwarz und Weiß, das kommt eher hin, ja. Schwarz und Gelb. Denk ja. Nach. Nimm dir Zeit. Denk. Ja, das lassen wir so mal denken. Also, es könnte natürlich irgendwie A sein, es kann auch B sein, es könnte auch C sein, aber was ist mit D? Schwierige Frage, ne? Da muss man ganz lange drüber nachdenken, so. Also, wenn Schwarz ganz dunkel ist und Weiß das Helle ist, dann könnte das ja, wenn man es mischt, so einen Mittelton ergeben. Und vielleicht nennt man sowas ja Grau, wer weiß. Also, es könnte C sein. Hochgradig schwer. Nehmen wir die richtige Antwort, also C. Damit wir uns das einig ist sind, definitiv haben meine Sie Antwort. Ihre Wahl getroffen? Prima. Ich habe mir die nötige Zeit genommen und das hat sich gelohnt. Diesmal wirklich, das war überaus schwer. Vertrauen Sie Ihrem Wissen und sich selbst, denn hier ist die nächste Frage. Wofür steht die Abkürzung im Namen der K-Pop-Band BTS? Beneath the Sky, Built to Stalk, Bernhard Thomas Siegfried, Bangtan Sonyeondan. Das müsste das da sein. Versuchen wir es mit D. Sie scheinen von Ihrer Antwort überzeugt. Ja, das ist der Computer hat meine Ihre Antwort bestätigt. Gut, die Sicherheitsstufe ist geschafft. Weiter geht's. Soweit so gut. Kommen wir also zu einer ganz neuen Frage. Welche dieser Streaming-Plattformen ist hauptsächlich für Musik gedacht? Zeig mal her. Spotify, ja. Dieser ist nicht hauptsächlich für Musik gedacht. So rum, muss man lesen. Nicht hauptsächlich. Spotify ist Musik, dieser ist Musik, Soundcloud auch. Google Play ist für alle Arten von Apps. Ich zocke gern und wähle daher D. Ich muss Sie fragen, sind Sie sich... Das war Ihr letztes Wort. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Insofern ist das richtig. Da hat man fast schon falsch gelesen. Ich musste einfach die Ruhe bewahren und das hat sich gelohnt. Und wie es sich gelohnt hat. Sie haben gut angefangen und sollten auch jetzt am Ball bleiben. Wie nennt man das tatsächlich am Ende eines Ausrufs? Punkt, Ausrufezeichen, Semikolon und Fragezeichen. Das ist ja irgendwie eine Fangfrage. Eines Ausrufs. Ich rufe etwas aus. Die Frage ist an sich, ob jetzt wirklich B das ist, was er meint. Also, ob das nicht irgendwie jetzt eine falsche... Also, ob es eine Falle ist, ne? Aber ansonsten, wenn ich was ausrufe oder wenn ich irgendwas sage, mache ich Punkt hinter. Mache ich eine Aufzählung, mache ich ein Komma meinetwegen. Mache ich eine Frage, kommt ein Fragezeichen hin. Es muss ein Ausrufezeichen sein. Also, das da. Ich schätze mal, es ist B. Wenn das jetzt ein Punkt ist. Sind Sie sich sicher? Das Sie ist haben definitiv Ihre Wahl getroffen. Meine Antwort. Schauen wir uns jetzt die richtige Antwort an. In diesem Sinne richtig. Let's do this. Ja, schon wieder eine Stufe geschafft. Es läuft super. Das läuft noch in der Tat verwunderlich gut. Mit dieser brandneuen Frage wird das Spiel jetzt schwerer. Das Kind welches Disney-Characters kommt im ersten Descendants, die Nachkommen-Film, nicht vor? Maleficents Tochter, Cruella de Vil's Sohn, Aschenputtels Tochter oder Jafars Sohn? Bei dem Film bin ich sowas von raus und es ist Joker-Time. Deswegen mach mal kurz die Cam aus, ich blende euch mit dem Geldbaum ein und dann gucken wir mal drauf. Also, 50-50 Telefon oder Publikum. Wir reden über die achte Frage gerade. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Telefon-Joker an, weil der weiter unten eher nützlich ist als weiter oben, für mich immer noch gesehen. Fangen wir mal damit mal an. Also bitte vorlesen. Sie kennen das Prozedere. 30 Sekunden. Und los geht's. Ach ja, wir rufen an. Ja, sie hat einen Cousin, einen Cousin, eine Tante, Kindheitsfreund oder Kollege. Vor allem, ich muss betonen, Eva ist ein Kollege. Keine Kollegin, es ist ein Kollege. Also,
genderkonform ist dieses Spiel definitiv. Dass Eva ein Kollege ist und keine Kollegin, ist damit wohl das offensichtlich Richtigste hier in dem Spiel. Andy ist ein Kindheitsfreund, das passt. Vanessa die Tante, jo, passt. Pierre der Cousin. Dann, wir nehmen die Tante mal, die muss alles wissen. Julie? Ja, Vanessa, ich bin's. Ich bin bei Wer wird Millionär und hänge an einer Frage. Na, dann lass mal hören. Ich gebe mein Bestes, dir zu helfen. Ich hoffe, die Frage hat nichts mit Fernsehen zu tun. Falls nicht, bekommen wir das hin. Oh, das ist schwierig. Ich würde sagen C, aber habe so meine Zweifel. Das war kein guter Start. Sie hat ihre Zweifel an C. Also, wenn ich jetzt dem Telefonjoker so vertrauen würde, nach der Aussage wie in meinem eigenen Game, was wir gemacht haben hiervon, dann ist das ein Zeichen für komplett geraten. Das heißt, wir schmeißen noch einen Joker hinterher. Jetzt ist die Frage, ob das Spiel bedacht hat, dass Telefonjoker theoretisch Publikum beeinflussen kann. Wir gehen mal auf Publikumsjoker. Das tut gerade irgendwie weh, zwei Joker für die Frage zu verschwenden. Das Publikum kann jetzt ein paar Sekunden lang abstimmen. Viel Glück. Ach du Scheiße. Ich habe gerade diesen typischen Moment von WWM in England. Es gibt eine Frage in der Fragenleiter manchmal, die haut einem Kandidaten da alle Joker auf einmal raus. Telefonjoker sagt C. Publikum hat gefühlt keine Ahnung, ist irgendwie so ein Split-Ding zwischen irgendwie allen Antworten. Also zwischen jetzt B, C und A absteigend. Ich weiß es definitiv überhaupt nicht. Vielleicht hätte man einfach die Frage switchen sollen. Ich werfe jetzt kein 50-50 hinterher. Ich würde den gerne aufheben, aber andererseits, jetzt haben wir schon eine Vorlage. Telefonjoker klaut uns das C. Publikum tendiert zwischen irgendwie allem, aber Hauptsache B. Was tun wir? Was tun wir? Also, ich würde jetzt, wenn ich jetzt Joker sparen spielen würde, was ab jetzt eigentlich schon nicht mehr möglich ist, würde ich jetzt sagen, wir switchen und wenn wir keine Ahnung haben, nehmen wir bei der neuen Frage dann den 50-50, dann haben wir den übrig. Andernfalls, wenn wir jetzt quasi zwischen B und C tendieren und 50-50 jetzt die beiden uns stehen lässt, haben wir Arschkarte wortwörtlich. Was tun wir? Was tun wir? Ich sag jetzt mal Folgendes. Wir gehen mal volle Kanne auf. Ich hoffe, 50-50 kann das klären. Wenn nicht, haben wir echt ein Problem. Ich würde eigentlich lieber den Switch nehmen. Ich würde eigentlich, ehrlich gesagt, Mann, das ist gerade echt doof irgendwie. Wir gehen mal auf. Wir versuchen 50-50. Wir machen mal den England-Move. Mit dem 50-50-Joker entfernen wir jetzt zwei falsche Antworten, um ihnen weiterzuhelfen. Ich sag B und C bleiben stehen. Interessant. Interessant. Dann nehme ich C. Ich werde C nehmen. Gut. Dann nehmen wir diese an. Ja, das war ist definitiv meine Wort. Antwort. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Dass die Frage drei Joker kostet, war viel zu übertrieben. Sie haben sich nicht getäuscht. Richtig. Ich musste einfach die Ruhe bewahren. Und das hat sich gelohnt. Das hätten wir echt nicht gebraucht gerade. Diese neue Frage wartet nun darauf, mit Bravour beantwortet. In welchem Mobile-Game hat Sängerin Ariana Grande ihren eigenen spielbaren Charakter? Was? In Pokémon Go, Angry Birds 2, in Fortnite oder in Final Fantasy Brave Exvius? Ihren eigenen spielbaren Charakter? Wo hat die Alte denn einen Charakter drin? Also, Pokémon Go ist... Das... Nee, da hast du nicht. So eine große Auswahl hast du jetzt auch nicht. Also, Pokémon Go fällt weg für mich. Angry Birds 2? Ariana Grande?
Ariana Grande oder Grande, wie auch immer. Müsste Fortnite sein, aber was? Ich hab's noch nie gehört. Also ich meine, ich zocke, aber keiner von diesen vier Games übrigens. Außer Pokémon Go noch ab und zu, aber nicht mehr wirklich viel. Wo sollen die ihren eigenen Charakter haben? C oder D? Jetzt hätte ich gern 50-50 noch übrig, aber den haben wir nicht mehr. Wir machen Switch und hoffen mal auf was Besseres. Wir switchen die Frage. Sie lassen ihren Verstand walten und möchten die Frage wechseln. Hättet ihr es gewusst? Keine Ahnung. Ich hoffe, Sie haben sich von Ihren Emotionen erholt, denn hier ist die nächste Frage. Wer wurde 1804 erster Kaiser Frankreichs? Ludwig der 16., Napoleon der 1., Louis Philipp der 1., Napoleon der 3. Okay. Jetzt können wir natürlich argumentieren mit diversen Sachen. Das erste wäre zu sagen, also wir hatten Ludwig den 14. gehabt, also das heißt, der Ludwig der 14. war ja, glaube ich, der Sonnenkönig gewesen sein. Deswegen fällt er quasi als 16. quasi raus aus der Nummer. Napoleon der 1., Napoleon der 3. Wenn es 2 gegeben hat, kann der 3. nicht der 1. gewesen sein. Deswegen quasi die Frage, ob Napoleon der 1. oder Philipp der 1. Wenn ich jetzt mal nach Stronghold Crusader argumentieren würde, da haben wir ja als Gegner auch Philipp, das ist wirklich ein Franzose gewesen, den gab's ja. Ist die Frage Napoleon der Erste oder Louis Philippe der Erste? Es klingt beides realistisch, also Napoleon, klar, kennt man ja wegen den ganzen Geschichten, die passiert sind. Aber war der der Erste gewesen? Warum wurde der nochmal quasi, wie heißt das Wort, was mir gerade einfällt? Warum wurde der nochmal quasi sozusagen nachher ins Exil geschickt? Warum? War der wirklich der Erste gewesen? Ich könnte es gerade nicht sagen. Wie viel stehen wir jetzt gerade? Mal kurz gucken. Wir stehen bei wie viel? Wir stehen bei 4000. Wir könnten zurückfallen. Also zwischen B und C. Wir haben keinen Joker mehr. Wir könnten aussteigen natürlich. Da hätten wir immerhin 4000 unser Haupt noch erhoben. Aber na. Und hier? So. Napoleon der Erste, Louis Philippe der Erste. Ich meine, ich könnte Napoleon, glaube ich, in die 1700 ist zuvor. Ich glaube, Napoleon ist 1800 related um den Dreh rum. Seit wann hätte Frankreich denn sozusagen das gehabt? Also wenn ihr es gerade wisst, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche mir gerade irgendwie herzuleiten, weil ich nicht unbedingt aussteigen will, vor allem mit dem Betrachter, das ist noch relativ niedrig. Napoleon der Erste, der wurde in Exil geschickt, soweit ich weiß, aber Philippe, ich könnte es gerade nicht mal sagen. Napoleon. Wir nehmen Napoleon. Es ist, ich meine, es ist, pass auf, ich sage mir jetzt mal folgendermaßen. Wir spielen gerade den Kinderschwierigkeitsgrad. Das heißt wahrscheinlich so, Zielgruppe ist 12, 16 oder drunter an Jährigen. Die haben Geschichtsunterricht. Die müssten Napoleon beigebracht bekommen. Ich bin schon alt und senil. Ich weiß sowas nicht mehr. B. Aber B, da bin ich mir ganz sicher.
Irgendwas echt ein? Also. Trommelwirbel? Komm, let's go. Das ist definitiv meine Antwort. Die Spannung ist unerträglich. Es ist tatsächlich die richtige Antwort. Okay, weiter. Also es ist schon irgendwie nervenzerreißend. Es ist schon nervenzerreißend irgendwie. Wir haben gut angefangen und sollten auch jetzt am Ball bleiben. Welches Tier lebt in einem Bau? Kuh, Kaninchen, Strauß oder Hund? Hasenbau. Das ist wieder die geschenkte Frage. Also Kuh kannst du knicken, Strauß genauso, Hund auch nicht. B. Ich schätze mal, es ist B. Und nun möchte ich wissen... Das ist definitiv meine Antwort. So viel ist schon mal sicher. Da bin ich beruhigt. 16.000 gepackt. Und hier ist eine neue Frage. Warum filmen wir eigentlich in seinen Schritt rein? Sie nicht beunruhigt. Von welchem Disney-Film gab es bisher, Stand 2020, keine Neuauflage in Form einer Live-Action-Version? Elliot das Schmunzelmonster, Aschenputtel, Aladdin küsst den Frosch. Aladdin wurde verfilmt 2019 oder 2020. Aschenputtel hat auch einen bekommen. Küsst den Frosch oder... Alter Schmunzelmonster. Joker sind ja alle weg, ne? Ja, die haben mir alle bei der Frage verbraucht, quasi. Aschenputtel und Aladdin wurden verfilmt, die beiden. Also, welchen Disney-Film? Alter Schmunzelmonster, ist das überhaupt ein Disney-Film? Also, das ist wahrscheinlich eine total blöde Frage gerade, aber ich würde vermuten... Küss den Frosch, das war doch in irgendeinem Film. Aber der hieß doch nicht Küss den Frosch, oder? Ich sag mal A. Also, wenn es falsch ist, wir haben 16.000, ist immerhin eine gute Summe, mit der man nicht gerade blamabel rausgehen kann. Wir nehmen A, Elliot das Schmunzelmonster, letztes Wort. Ich weiß die Antwort. Es ist A. Die klingt zu selbstsicher. Das ist definitiv meine Antwort. Der Computer hat ihre Antwort bestätigt. Funktioniere bitte. Sei richtig. Na, schade. Raten reicht leider nicht aus, um weiterzukommen. Das ist nicht die richtige Antwort. Schade drum. Kein Beinbruch. Nächstes Mal wird's besser. Sehr gut. Immerhin haben Sie noch den Gewinn der Sicherheitsstufe. Nicht zu sehr ärgern. Was hast du ärgern? Wir haben 16.000. Ist doch geil. In diesem Sinne 16.000 für die erste Runde und wir gucken mal, wie das mit dem Game hier weitergeht. In diesem Sinne sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Denkt gerne an ein Abo, denkt auch an einen Daumen nach oben. Kommentiert gerne, ob ihr es gewusst hättet. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis dahin und auf Wiedersehen. Bye bye und tschüss und Dank noch.